Okay, meine Lieben. Das große Problem, was er hat, sind einfach die geistigen Fähigkeiten, sind einfach unterentwickelt, ne? Konstanz, Einschüchterung, ganz, ganz schwach. Ein Punkt hat er in dieser Saison gekriegt, Trainingsfortschritt 4. Kann er das trainieren, ja, geistig. Was können wir über diese Gesamttrainingslage dann machen, mit geistigen Fähigkeiten aufbauen? Ist ja krass. Sprungkraft muss er auch trainieren. Ach, deswegen ist er so schwach. Nur wichtige Fähigkeiten. Hat er schon alles auf 80. Wir bringen mal hier Torwart nach vorne. Okay. So, meine Lieben. Dann legen wir los, ne? Bis gleich. Wir gucken mal, wie es läuft gegen FSV Frankfurt. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Leute, in Frankfurt. Und? Du kannst weitergehen, meine Lieben. Ich war noch gar nicht ganz gesessen. 1:0, Vorlage Anton Fink, Tor, 22. Tor für Terrazino. Wie ich gesagt habe, Gott sei Dank knüpfen wir dort an, wo wir aufgehört haben. Auch trotz der Niederlage im DFB-Pokal gegen Gladbach. Sehr schön, 5 Minuten sind gespielt gewesen und schon hat Terrazino sein weiteres Tor erzielt. Wir greifen ja natürlich mit unseren Saisonzielen ganz weit oben an. Aber man muss aber dazu sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, wir müssen frühzeitig, und das darf ich auch nicht vergessen, natürlich auch nach vorne schauen und wie unser Verein Karlsruhe SC aufgestellt ist. Denn nur mit dem Kader, den wir aktuell haben, wird sich die erste Liga, sollte das Ganze überhaupt mal klappen, nicht halten lassen. Also wir müssen schon mal so weit schauen, was wäre wenn. Die zweite Liga, da sind wir absolut momentan einer der stärksten Offensiven. Auch dank oder vielleicht auch gerade deswegen, weil wir einen Julian Draxler bekommen haben zur Leihe. Das ist natürlich im nächsten Jahr nicht mehr so ist. Das ist unweigerlich, gar keine Frage. Da müssen wir schnellstmöglich ordentlich investieren. Wir werden sehen, was sich ergibt. Wir werden sehen, wo wir dort anknüpfen und wie wir hier in der aktuellen Saison weiterkommen. Es wäre ganz schön, wenn wir in der Winterpause mit einem soliden Aufstiegsplatz beehrt werden und dann gemütlich in die Winterpause gehen können und vielleicht den einen oder anderen Transfer nochmal vornehmen. Jetzt hier nochmal die Möglichkeit für uns nach einer Ecke, aber das war leider nichts. Wurde geklärt, der Ball. Da muss er dazu sagen, da sind ja noch ganz andere Mannschaften. Die richtigen harten Spiele kommen ja jetzt erst. Und die richtigen harten Spiele, muss man dazu sagen, die kommen ja auch erst wieder in der Nachspielzeit, in der Rückrunde, meine Lieben. Entschuldigung, bisschen verwirrt. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich da, ne? Die Rückrunde, da geht's richtig los. Elfmeter für wen? So, Elfmeter für uns. Wer macht's denn? Iashvili, der Routine, der kann das. Mit 35 Jahren. Legendär. Haha, super. 2:0. Auswärts, wir können es auch auswärts, das ist ganz wichtig. Und hier stellen wir es unter Beweis. Gut, Elfmeter ist jetzt natürlich nicht aussagekräftig, aber das frühe Tor war schon ganz, ganz wichtig. Und wir haben eine Möglichkeit für uns, sehr schön. Also heute läuft es ja richtig gut bei uns, richtig rund, auch gegen einen schwächeren Gegner. Daher tun wir uns ja hier und da mal ganz gerne schwer. Heute ist davon gar nichts zu sehen. Und wir fahren das Ding hier relativ solide. Zumindest in der ersten Halbzeit. Ich hoffe mal, die zweite wird genauso gut. Nochmal eine kleine Möglichkeit hier in Frankfurt. Das baut vielleicht unsere Abwehr etwas auf. Der eine oder andere Spieler muss jetzt schnellstmöglich... Oh, Verletzungen für Frankfurt ist natürlich blöd. Hat man ja immer ungern. Ja, also der eine oder andere Spieler wird von uns sicherlich schnellstmöglich auf eine Profikarriere jetzt mal richtig hinsteuern. Beziehungsweise auf Bundesliga-Reife, auf erste Bundesliga-Reife anwachsen. Das heißt ab 70... Oh, fast noch hier der Anschlusstreffer vor der Halbzeit. Komm, trag das 2:0 ganz solide in die Halbzeit und dann können wir uns schön gemütlich hinsetzen und ein Käffchen trinken. So, machen wir auch. Alles klar, sehr schöne Noten auch insgesamt. Gute Leistung der Jungs. Team Jochum loben bei einer 1,5 will ich nicht. Mittelfeld, was kann ich denn machen? Ja, spiele nur eine 2, sonst hätte ich den mal sprechen lassen. Ich kann den stehen... Team loben. Das Team loben. Einen geringen positiven Effekt. Mittelfeldspieler lobe ich auch mal. Ich lobe mal so ganzen. Wenn es ein bisschen positiven Effekt hat, ist doch gut. Terrazino hat eine Selbstvertrauen momentan gut. Gar nicht mal hoch. Was ist denn da los? Motivieren? Naja, gut. Aufstellung.
Ja, ich wechsle jetzt nicht aus direkt. Wir gucken mal, dass wir noch ein paar Jungs laufen lassen. Ja, hier könnte noch mal raus, damit er so ein bisschen wieder aufbauen kann. Der kommt langsam ran an seine Fitness, ne? Der muss natürlich auch auf eine 100. Und dann ist er, glaube ich, ein richtig stammfester Akteur. Wurde ja auch schon gut bewertet von den Journalisten als einer der leistungsstärksten Einkäufe von uns. Okay, sehr schön, mein Lieben. Okay, wir lass mal knacken. Wenn 3:0 der Fall sein sollte, dann können sich hier noch ein paar Jungs zur Einwechslung direkt bereit machen. Aber ich lasse mal Bui, Piosek. Und wen haben wir noch hier? Oh. Anschlusstreffer. Ja, ich lasse die Jungs trotzdem mal warm laufen. Gledson bringt hier den Anschlusstreffer nach Vorlage von Dai. Oder Hindiay. Wie auch immer man möchte. Was sagt denn Seifert noch warm laufen lassen? Na, eher nicht Seifert. Das ist dann mehr so. Oh, jetzt geben sie mal richtig Gas hier, die Frankfurter. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir jetzt hier nicht unter die Räder kommen. Okay, machen wir das mal taktisch etwas anders und die Abwehrreihe nach vorne. Ne, wir machen Pressing überall und setzen uns einfach noch ein bisschen besser durch. Ich will den Bui jetzt nicht zu früh bringen und Piosek auch nicht. Dann doch eher lieber ein Krebs für Fink, der nur eine 3 hat. Das ist schwierig jetzt, ne, beim Stand von 2:1, das ist brandgefährlich. Da jetzt die falsche Auswechslung vornehmen, wenn es die ganze Mannschaft geschwächt, da habe ich keine Böcke drauf. Ich weiß schon, was ich mache. Tor, 3:1, sehr schön. Darauf habe ich gewartet, meine Lieben. Und zwar bringen wir jetzt für Yashvili Bui. Und ich bin drauf und dran, Piosek zu bringen heute mal. Für Draxler. Oder für Haas, noch besser. Müsste aber Krebs auch noch rein. Für Fink. Fink und Piosek für Haas. So, wir machen das mal hier durch die Aufstellung. Wir machen das einfach fix. Dann haben wir das. Krebs geht dorthin. Draxler geht so. Haas geht raus für Piosek. Dann haben wir so eine richtig schöne Offensivabteilung hier. Tippitoppi. Alles klar. Lass knacken, Jungs. Letzten 18 Minuten werdet ihr noch ganz solide runterfahren mit den Offensivleuten, die wir haben. Und dann läuft das hier im Showgeschäft. Ja, Haufen Auswechslungen, ne? Kurz vor Schluss. Hoffentlich verletzt sich jetzt keiner. Nochmal die Chance für uns. Aber Terrazin im Abseits. Pass kam vom Bui. So, nochmal Chance. 101:4 machen. Bleibt dann 1:3. Draxler mal mit dem Distanzschuss, sehr schön. Aber obwohl in dem Falle war es ein schlechter Distanzschuss. Okay. Und das Ganze auswärts, das ist ganz wichtig, das Ganze ist ja auswärts. Es ist, wie ich gesagt habe, es ist ganz wichtig, dass wir auch die Auswärtsspiele, die hier Freifahrtschein sind gegen schwächere Mannschaften, auch wirklich gewinnen müssen. Und gegen den 15. der Liga sollte das auch wirklich möglich sein. Und das ist es auch heute wieder. Sehr schön. Sind noch 2 Minuten Restspielzeit. Und dann kann der Klatschel hier auch abpfeifen. Jetzt kriegen wir hier in Frankfurt nochmal Aufwind. Nicht, dass sie jetzt hier das Ding noch drehen. Ich hoffe es nicht. Also hier wird schon viel erlebt. Auch im Fußballmanager. Aber ich glaube, das wäre jetzt so ein bisschen zu viel. Ich glaube, dafür sind wir heute einfach auch hinten zu solide mit guten Noten versehen. Na, nochmal Chance-Ecke, aber nochmal eine Ecke. Komm, Milchraum. Bring ihn nochmal gut rein und dann ist hier nochmal ein Tor. Haha, klasse! 4:1 und Bui macht es! Ey! Sehr schön, erstes Tor von ihm. Das freut mich natürlich umso mehr. Er kriegt auch eine 1 in der Benotung. Das ist ganz klasse. Schön, freut mich. Verdient der Sieg für den Karlsruher SC, da sie ihre Chancen im Gegensatz zu ihren Kontrahenten genutzt haben. Schöner Sieg, absolut, 4:1. Stärkt uns weiterhin. Und Bui, das freut mich insbesondere, sein erstes Saisontor bei einem sicheren Stand von 3:1. Super, okay, meine Lieben, bis gleich im Nachbruch. This is Power
So, liebe Leute, und da sind wir auch schon im Nachbericht. Und ich bin zufrieden, absolut. Also man muss nochmal grob rumschauen. Das war der 13. Spieltag und er steht richtig gut für uns. Eine super Hinrunde bis dato, ganz klar, gar keine Frage. Bloß wir müssen das natürlich auch beibehalten, ne? Das ist ganz wichtig. Und das weiß man immer nicht. Es war das Saisonziel, ist natürlich wichtig ausgegeben. Das war unser 4. Sieg in Folge. Wir haben jetzt 31 Punkte, damit sogar 4 Punkte Vorsprung vor Lautern, die nur unentschieden gespielt haben. Köln bleibt weiterhin dran. Krass. Ah, die sind gefährlich. Köln ist brandgefährlich. Wir sind einer der schlechtesten Mannschaften, was die Abwehr angeht. Wir haben ja 15 Gegentreffer gekriegt und der nächste kommt erst hier mit Cottbus. Ne, hier unten erst. Augsburg, die nur 22 Punkte haben. Eieiei, unser Torverhältnis. Ja, also wie gesagt, Gegentore eine ganze Menge einkassiert, aber auch die meisten Tore geschossen. Dank auch solcher Siege wie heute gegen Frankfurt, ein sattes 4:1. Ganz stark, muss man echt so sagen. Okay, meine Lieben, wie sieht denn das aus, wenn wir uns jetzt die Mannschaft mal so angucken? Alles klar, letzte Niederlage war gegen Augsburg. Ja, das 4:1, das war ja so ärgerlich. Oh, jetzt spielen wir gegen Köln. Oh, ich sehe schon. Eieieiei, das wird ein Kracher. Das wird ein Kracher vom Herrn. Ja, spielen wir wenigstens zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Sehr schön. Stimmen, wie sieht's denn hier aus? Wer jetzt zu viel träumt, wacht böse auf, sagt Novakovic. Ja, das ist wichtig. Zählt auch für uns. Das zählt auch für uns. Bui schafft's auch zum ersten Mal in die Elf des Tages. Ist ja spitzenmäßig. Klasse. Tore heute. Tore gesamt. Hat Terrazino wieder 2 Tore gemacht heute? Ist an mir vorbeigegangen oder was? Die ersten Tore. Doch, Terrazino wieder 2 Tore gemacht. Ja, stimmt. Das erste und das dritte. Super. Und Draxler wieder Vorlagen ohne Ende. Ist ganz mit mir vorbeigegangen. Okay, meine Lieben. So, wir schauen mal direkt. Sichere Bank ist schon seit 5 Spieltagen auf Platz 11. Fortuna. Ja, wir müssen langsam wirklich die Distanz schaffen, ne, zu den anderen Mannschaften. Und das können wir heute mit dem Spiel, also sprich mit dem nächsten Spieltag, gegen Köln, da können wir wirklich Distanz schaffen. Also wenn das klappen sollte, mit einem Sieg, und ich brauche anders an die Spiele gar nicht herangehen, als nicht über Sieg nachzudenken. Wer nämlich aufsteigen will, muss alle Spiele gewinnen. Das ist wie Meister werden. Oh, wie sieht's denn hier aus? Alles klar, Gomez